Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen, ja, zum heutigen Webinar und Premiere bei uns, zumindest im deutschsprachigen Bereich, hier bei dem Webinar Daytrading für den ambitionierten Einsteiger. Wir haben heute hier zwei Referenten und da werde ich jetzt nicht probieren, auf Holländisch das auszusprechen, um es nicht noch schlimmer zu machen. Aber wir haben einmal den Alois, einmal Tyson und Jan-Robert Schutte. Ich freue mich sehr, dass ihr beide heute mit uns die Veranstaltung macht. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Freue mich sehr, dass Sie heute live dabei sind. Und wie immer, bevor wir das Webinar dann tatsächlich starten, müssen wir einmal den Risikohinweis besprechen. Denn dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Das ist ganz wichtig. Ja? Sehr gut. Kommen immer noch Teilnehmer rein. Das freut mich. Aber bis dato haben Sie noch nichts verpasst. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt anfangen. Und ich übertrage den Bildschirm zuerst an Jan Robert. Wünsche natürlich wie Ja. immer viel Erfolg und viel Spaß. Ich bin im Hintergrund und ihr müsst mir sagen bezüglich der Fragen, ob ich einfach reingrätschen soll oder ihr dann sagt, ob ihr jetzt die Fragen beantwortet wollt, wie ihr möchtet. Ja, danke schön für die Introduktion. Und wenn es gut ist, ist FX Flat das erste Bild sichtbar. Und mein Name ist Jan-Robert Schutte und Alois Matthijssen ist Money to Work. Und wir gehen uns noch introduzieren. Allererst herzlich willkommen. Ich muss sagen, dass Deutsch ist nicht meine erste Sprache. Also wir versuchen das gut zu machen. Natürlich, Alois hat sehr viel Erfahrung auch. Und wir haben noch einen Bonus für jeden Teilnehmer. Bekommt ihr auch noch ein Buch, ein E-Buch über Trading, und Alois hat das gemacht und übersetzt in Deutsch. Also das ist für Leute, für ihr, wenn ihr bis Ende bleiben sitzen. Und Alois, herzlich willkommen. Auch Danke. ja. Und was werden wir machen heute Abend? Wir gehen nach der Introduktion gehen wir mal nach die Grafiken auch, die Charts. Und wir gehen mal gucken, ja, was ist benötigt, um erfolgreich zu sein mit Trading. Und da gibt auch das Mindsetting dabei und wie man profitables Daytrading betreibt. Und natürlich, wir gehen auch live Charts oder Grafiken gehen wir tonen. Und ich möchte gerne auch eine kurze Introduktion machen. Ja, das ist ein sehr guter Spruch von Alois Matthijssen. Vielleicht kannst du das erklären, was du hiermit bedeutest? Ja, das kommt eigentlich von Max Verstappen. Ik heb zelf ook ongeveer 10 jaar vroeger als autorennfahrer gearbeitet. Maar man kan geen gewinner worden ohne Risiken einzugehen. En dat is natuurlijk logisch. Maar wat man immer goed im Auge halten soll, dat sind die Risiken. En wenn man die Risiken goed einschätzt, und zuvor weiß, was für ein Risiken man eingeht, dann wird man ein besserer Trader. Und das werde ich später auch nochmal erklären. Ja, danke schön. Und ja, der erste Schritt zum Erfolg ist natürlich, die erste zu machen. Und Sie haben mehrere gemacht, bei FXWETS natürlich zu traden und heute Abend auch im Webinar. Die Frage ist, wer von euch ist ja, Einsteiger, ambitiöses Trader, die anfängt, oder mehr Erfahrung? Weil das ist ja ein Webinar für Einsteiger und später, nächsten Monat, gehen wir auch für ja, mehr erfahrene Traders auch ein Webinar machen. Und was wir auch machen möchten, wenn ihr einen Markt möchten, dass wir das analysieren und gucken, wo die Chancen sind, dann werden wir das machen. Und wir bleiben
für Ihre Frage bis zum Ende sitzen. Auch wenn es zum 12 Uhr zum Beispiel ist, wir werden Ihre Frage beantworten. Das ist ein Bild von der Options-Börse, Optionsscheine, ein ehemaliges Paketgeschäft in Amsterdam, die Börse. Und Alois hat dann auch seinen ersten Schritt gemacht da in, und ich in, ein bisschen später. Und hier haben wir auch gelernt, Risiko zu managen und auch erfolgreich zu handeln. Und zuallererst würde ich mal Alois het woord geven voor een korte introductie van Alois. Ja, dank Jan-Robert. Ja, herzlich willkommen jeder. En mijn kerngeschäft, dat is Proprietary Trading. En Proprietary Trading, dat is eigenlijk traden voor eigen risico en met eigen geld. Dat is natuurlijk immer het schwierigste. Dan es gibt natuurlijk ook speciaal waar dat op de beurzen. Viele Leute, die handelten mit Geld von Investoren. Aber wenn man mit sein eigenes Geld handelt, dann ist das doch immer etwas anderes. Ich bin kein Entwickler oder Systemfabrik von Systemen. Es war rein Zufall, dass ich eigentlich mit das System angefangen habe. Denn das System, das Money to Work TS System, entstand, als ich älter wurde. Und bemerkte, dass ich meinen Handel weniger konsistent und die Konzentration schwieriger wurde. Und da bin ich angefangen mit einem Programmierer und da haben wir 2 Jahre daran gearbeitet. Und nach 2 Jahren war es so weit, dass ich sagte, okay, jetzt kann ich etwas damit. Und das war eigentlich auch in der Zeit, dass ich Robert auch schon kannte und der war mit einem Bekannten. Hatten die Options Academy in Holland. Und die sagte von, okay, das sieht gut aus, vielleicht können unsere Kunden etwas damit. Da habe ich gesagt, okay, das ist nicht eigentlich, was ich meine, aber wenn es so ist, okay. Und so hat es eigentlich angefangen. Ich bin auch in 1986 in Amsterdam angefangen als Market Maker, Floor Trader auf der Optionsbörse. In de 90er jaren gab es 2 investoren, die hadden 6 handler en die hebben mij gevraagd om een huis uit te bouwen. En dat heb ik in 1 jaar van 6 naar 27 handler uitgebouwd, waarvan die helft daytrader was en die andere helft was marketmaker voor die optionen. Want dat was in die tijd dat eigenlijk daytrading uit Amerika kwam. Und es interessierte mich sehr und ich sah etwas daran und dann habe ich ein Trajekt gemacht für Händler auszubilden und so habe ich damit angefangen und habe ich sehr viel Erfahrung damit gemacht. Na, Sie sehen, ich habe jetzt mehr als 40 Jahre praktische Erfahrung, aber ich habe natürlich genauso wie Sie wahrscheinlich auch viele am Anfang Geld verloren und Fehler gemacht. Das machen wir alle natürlich. Aber was immer, und das habe ich schon eher gesagt, was sehr wichtig ist, dass man weiß, was für ein Risiko man eingeht. Und wenn man das macht, dann kann man immer überleben und so kommt man weiter. Ja, das war hier in voriges Jahr, das war für FX Flat, gab es in Amsterdam eine Beleggersfair, das ist ein Börse wie in Frankfurt für Anleger und da bin ich, hat FX Flat mich gefragt, um eine Präsentation zu geben, das war für ungefähr 110, 120 Leute war das da und das ist das größte Event in Holland. Und das war sehr schön und seitdem arbeiten wir mehr zusammen und das gefällt uns beiden sehr gut eigentlich. Das dies ist von 2 Jahren her, das war auf The World of Trading, das Magazin, die haben auch ein Magazin, stand schon ein Interview von mich. Ich habe auch mit den Leuten von World of Trading, habe ich auch verschiedenes gemacht. Ich habe auch schon einige Male auf der Börse in Frankfurt
Präsentationen gegeben und deshalb ja auch meine deutsche Kontakte. Ja, en dat was aan een Traders World was het, hè? En dat was voor 5 of 10.000 Leute, was ook als de messen waren dat, hè? Zeer groot. Ja, ja. En oké, dankjewel. En ja, ik ben zeer kort. Ik heb ook mijn sporen verdiend als options- en future handler. En später heb ik voor Binkbank in Holland, in Amsterdam. Leitung gegeben an der Abteilung Continental Research, das war für Aktionen und Optionen. Und später wurde Bink Bank und das fand ich nicht mehr so gut. Und später habe ich Option Akademie und Crypto Akademie gegründet. Und ich habe mehr als 25 Jahre Erfahrung mit in den Märkten und ich bin seit 2017 aktiv wie Crypto Trader. Und dann nächst bin ich auch Keynote Speaker und Crypto Berater. Ich bin auch jetzt auf Cyprus und später nach Dubai, wenn Alois in Oktober die Präsentation machte, war ich in Dubai, war ich da auch mit Blockchain Events und Crypto Trading Events und ich werde auch durch Telegraph ist wie Bild in Deutschland auch gefragt für Quotes. Und das ist ein Bild vom Cyprus und auch in Dubai. Und ich habe auch im November ein Buch geschrieben, das Crypto Training für ambitious Beginners. Und wir haben jetzt 4.350 Bücher haben wir verkauft und sehr gut auf Deutsch, auf Holländisch ist das und wir übersetzen das jetzt in Englisch und vielleicht auch in Deutsch, aber noch Englisch first. Und eine Frage für Sie, Sie handeln viel in CFDs oder Forex und was sind die Märkte, was Sie oft handeln? Ist das der DAX zum Beispiel, Nasdaq oder auch Krypto? Das finde ich sehr interessant. Mit Bitcoin und Ethereum kann man auch sehr gut handeln. Also können Sie das in den Chat platzen, dann ist es gut. Dann können wir das gucken, auch nachher mit Charts. Also unsere Gutachten von Alois und wir zusammen, wir haben also jahrelange praktische Erfahrung und wir trainieren selbst auch mit dem Monitorwork Trading Support System. Und wir wissen auch, wo die Fallstricke sind beim Handeln. Und wir wissen auch, wie man erfolgreich handelt. Und sehr wichtig auf der Börse haben wir gelernt, wie man einen Schritt voraus sein muss für die Masse. Und auch Momentum. Momentum ist sehr wichtig. Wir nutzen sehr gut Momentum und dann nicht für lange, langfristig, aber kurzfristig. Und was auch was uns auch sehr gut tut, ist, wir helfen andere Trader auch, Händler. Und das hält uns auch sehr scharf. Und das ist meine Idee auch sehr gut, um anderen zu helfen. Weil Traden ist nicht so einfach, wie viele Leute sagen. Und ja, das ist ein Sheet von Alois, sein Spruch auch, keep it simple, Alois. Ja, das ist, was ich in meinem Privatleben auch mache. Ich versuche alles immer so einfach wie möglich zu halten. Und das ist auch mit die Arbeit und mit Traden auch. Daytraden ist schon schwierig genug. Mach es nicht noch schwieriger. Das ist, was manche Leute versuchen. Aber versuche es so einfach wie möglich zu halten. Erfolg ist kein Hocus Pocus, hè, sondern Focus, Focus. Dat is zeer, zeer wichtig. En ze zullen zeer consequent handelen. Dat is ook zeer wichtig. Want dat had natuurlijk alles te maken met de mindset. Dat is ja, wat man zichzelf üben zal. Dat man een mindset had. En dat man niet zoveel vooruit denkt. Dan daytrading is eigenlijk
ich sage immer, wie ein Hund mit seinem Chef wandern geht, so sollen wir mit dem Markt umgehen. Wenn es hoch geht, dann soll man kaufen oder long handeln. Wenn es nach unten geht, dann soll man short gehen oder verkaufen. So, im Grunde ist das eigentlich ganz einfach. In der Praxis ist das natürlich etwas anderes. Ja, vielleicht ihr sind nur jetzt Händler, aber was ich sehr viele of sehr viele Leute höre, auch Anleger für langfristig, die sagen ja, mit Daytrading muss man stundenlang und den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen und dass Daytrading sehr riskant ist. Oder sie müssen über viel technische Wissen verfügen. Oder sie müssen gut über die Nachrichten informiert sein oder eine Menge recherchieren und nur der Broker verdient Geld. Und das sind auch Vorurteile, denke ich, dass nicht gut ist, weil man braucht nicht stundenlang zu trainieren. Es kann natürlich, aber es ist nicht nötig, nötig, um das zu machen, um erfolgreich zu sein. Und vielleicht sind auch andere Sachen. Aber die Bedingung für und Training Erfolg ist, dass man natürlich emotional Selbstbeherrschung und Disziplin muss haben, auch mit mental gesehen stabil, positiv und objektiv und realistisch muss sein, auch nach dem Markt zu. Nicht nur, dass man denkt, okay, ich denke, dass der Markt umhoch geht, dus, also ich gehe kaufen. Oder wenn der Markt nach unten rutscht, dass man nur bleibt kaufen, statt short zu gehen. Und immer muss man kritisch und fordern sie sich selbst heraus. Das ist sehr wichtig. Auch ich selbst, ich war auch mit Händler mit Anteilen und Futures und Optionsscheine. Und jetzt mit Cryptos, mit CFDs und Bitcoin und Ethereum. Und ja, wir haben auch ein Abbreviation, in short ist CUNIF, ist kontinuierliche und nie endende Verbesserungen. Also wir suchen immer nach neuen Sachen und es ist sehr wichtig, um veränderliche Marktbedingungen, dass man sich da anzupasst. Und vermeiden Sie auch Dollarzeichen. Vielleicht kennen Sie die Movie Wall Street mit Michael Douglas, und er sagt, Geldgier ist gut. Ja, ist nicht sehr gut, weil wenn man emotionell zu mit Geld macht, dann ist es nicht gut. Also wir gucken immer in Punkte. In der Tag, man geht handeln und mit den Punkten, das ist zu spät natürlich Geld, aber mit Trading ist besser die Konnexion zwischen Geld und Märkte herauszuziehen. Aber es ist sehr wichtig, passioniert zu sein und bleiben und einen Kampfplan zu haben, einen Trainingplan. Und wer von euch hat auch einen Trainingplan, dass sie genau wissen, ich gehe dann und dann in den Markt und dann gehe ich aus dem Markt. Also wer von Ihnen hat einen Trainingplan? Also, vielleicht kann Nelson die Antwort ein. Genau, wir haben noch vorhin die Frage gehabt bezüglich der Märkte und da haben wir auch hier Feedback bekommen. Forex, natürlich hier im deutschsprachigen Bereich den DAX, aber auch US 30 und Nasdaq sind natürlich Märkte, die hier sehr oft gehandelt werden. Okay, aber nicht so viel Bitcoin oder Ethereum zum Beispiel. Noch nicht. Dankeschön. Danke für die Antworten. Und das ist ein Sheet mit, was sehen Sie hier? Das ist ein, vielleicht kann Alois das besser erklären, was dies bedeutet. Ja, das habe ich bekommen von einer amerikanischen Firma, die neue Trader ausbildet. Und wenn die da das erste Mal kommen, dann zeigen die das und dann sagen die, was siehst du? Denn es ist sehr schwierig, um objektiv zu sehen. Und natürlich sehen wir hier etwas, vielleicht sehen sie ein Gesicht oder vielleicht ein Tisch
mit zwei Gläsern und ein Strohhalm, ne? Das kann natürlich auch sein. Aber was man wirklich sieht, ne, das ist das nächste, Robert. Ja. Das ist hier, Sie haben einen großen Kreis gesehen, zwei kleine Kreise, ne, und ein horizontaler Streich. Das ist, was Sie gesehen haben. Ja, und dann sagen Sie vielleicht, ja, ja, haha. Aber Sie sehen jetzt, geh nochmal zurück mit das Bild. Ja. Ja. Sie sehen jetzt, was Sie hier sehen, das ist unser Gehirn, die sieht das und die denkt, hey, das sieht aus wie ein Gesicht. Vielleicht soll es ein Gesicht sein. Und wenn man auf der Art nach Charge schaut, dann ist das sehr gefährlich. Denn man ist dann nicht mehr objektiv. Das ist auch die Mindsetting. Daar zal man ook zeer voorzichtig mee zijn. Man zal zeer goed beachten wat man ziet. Ja, also dat is objectief. Dat wenn de markt naar onder stürzt, dat man niet blijft kaufen, maar op eenmaal short gehen natuurlijk. En ja, het macht dus de compoundierung. Rebelwoord is dat. En sinds is sinds, also met 1000 euro account kan man bijvoorbeeld met een ziel pro dag van 0,5% met een positiongrootte van 20.000 euro dollar, dat man met 3 pips pro dag, wenn man consequent handelt, 3 pips pro dag, dat is mogelijk, dan wachsen die 1000 euro in 100 jaar op bis zu 2684. Also, vielleicht seid ihr schon ja, sehr erfolgreich, aber vielleicht ist es gut, der DAX, das ist zwei Slides und dann gehen wir nach Alois, nach die Grafiken. Und mit DAX zum Beispiel ist das in letztes Jahr hat Alois mit dem System nur für anderthalb Stunde 2.540 Punkte gemacht und natürlich kann man mehr machen, aber wenn nur eine Stunde und halb, das ist ja, das ist gut natürlich und auch nicht jede Trade ist gut und das ist auch natürlich gibt es Trades, das ist ein bisschen ja mit Verluste sind, aber bottom line muss Gewinne sein. Und vielleicht, Alois, ist gut nach dir zu gehen, du nach deinen Charts für ein System und ja, was mit der Explanation, wie das funktioniert. Und auch ja, mit dem Handelsplan. Nelson, Handelsplan, hatte die Trader auch Handelsplan? Weil die System hat einen Handelsplan ein ja, genau, zusammen. Also da kam jetzt in dem Chat kein Feedback, aber wir wissen auch von vielen Gesprächen, dass nicht die Masse tatsächlich einen Tradingplan und einen Handelsplan haben. Und, okay. Aber deswegen heute Abend hier sind. Ja, ja, und das Handelsplan, das ist bei uns ist integriert, weil man nicht ein 4 Seiten mit Handelsplan ausschreiben möchte, das ist nicht nötig. Und Alois werde anhand von Grafiken auch das erklären. The floor is yours, Alois. Wir sehen Grafiken. Okay. Ja, was Sie hier sehen, das ist das von FX Flat, das MetaTrader 4 mit Realtime Kursen. Also man sieht es auch, es bewegt hier. Und das ist der DAX im Moment. Und das große Chart hier, was Sie sehen, die große Grafik, das ist die eine Minute. Das ist mein Grafik, worauf ich trade. Das mache ich hier, das erkläre ich so gleich. Dann habe ich am rechts oben habe ich einen 5-Minuten Grafik. Da steht das gleiche System rein wie in der eine Minute, sondern die Einstellungen sind etwas anders, die sind geändert. Und hier unten habe ich einen 15-Minuten Grafik. Und die verwende ich eigentlich für das Größere, um das Größere zu sehen. Aber ich brauche eigentlich nie ein höheres Timeframe wie 15 Minuten. Und was wir hier eingebaut haben, das wird jeden Tag automatisch reingesetzt.
Das ist programmiert. Das sind die Pivot Points. Ja, und die Pivot Point hier, das ist hier das Mittel. Dann hat man nach oben R1, das ist Resistance 1, 2 und Resistance 3. Und nach unten hat man Support 1, 2 und Support 3. Und dazu kommt dann noch hier das gelbe hier, DO, das heißt Daily Open. Ja, das war heute Morgen der Öffnungskurs um 8 Uhr von der DAX in Frankfurt. Dann sehen Sie hier das rote, das ist hier zufälligerweise gleich mit S1. Das ist yesterday low, war das. Und hier haben Sie das blaue, das ist fast gleich mit R1, das war der yesterday high. Ja, und das sind natürlich wichtige Punkte, denn man sieht sehr oft, dass es bei den Punkten manchmal nicht weitergeht oder Probleme gibt. Oder manchmal geht es auch weiter. Man sieht es hier auch zum Beispiel, hier war es Widerstand, ist es rondgegangen, aber der Markt war so stark heute Nachmittag, dass es trotzdem wieder hochgegangen ist hier. Und dann sieht man hier, dass es bei der R1, Resistance 1 und Yesterday High, hat es sehr schweren Widerstand gegeben heute. Und dann kann man sehen, vielleicht ob es weitergeht oder wieder nach unten geht. Und das sieht man ganz einfach auf die 5 Minuten und die 1 Minute. Deshalb verwende ich das hier. Dann haben wir hier die 5 Minuten. Das ist genauso. Ich soll erstmal etwas anders zeigen. Daytrading, das ist eigentlich immer die Suche nach einem Topf oder einen Boden. Denn wenn man einen Boden hat oder einen Topf gemacht hat, dann sieht man sehr oft, dass wenn das ausbricht, dass das Momentum zunimmt. Und das ist, wo ein professioneller Daytrader sein Geld verdient. Man sieht es hier zum Beispiel. Hier haben wir einen Boden und dann arbeiten Daytrader, die arbeiten nur mit horizontale Linien. Ich zal het maar etwas zo. Is het vielleicht wat besser zu sehen? Hier sehen Sie, hier, das hätte Widerstand sein können hier. Nou, es geht durch und dann sieht man, dass es weitergeht. Man sieht, dass hier viel Momentum in den Markt ist gekommen. Und das ist auch, was ich immer, warum es so lange gedauert hat, fast 2 Jahre. Bevor mein System so war, wie ich es wollte, denn ich bin immer auf der Suche nach das Momentum. Wenn ich weiß, dass das Momentum steigt oder runtergeht, dann habe ich schon 75% von meinem Problem gelöst. Und dann brauche ich nur noch die 25%, das muss ich dann als Trader machen. Und man sieht es hier genauso, zum Beispiel hier hat man Widerstand, sieht man eine Linie. Die kann man hier sehen, so. Und natürlich, jetzt wissen wir, was es gemacht hat. Aber wenn man zum Beispiel hier ist, kann man diese Linie, am Anfang hat man die vielleicht so gemacht. Dann weiß man schon, hier liegt Widerstand. Das dauert etwas länger hier. Und dann kann man die weiter sehen. Und dann sehen Sie hier zum Beispiel, dass Sie hier durchgegangen ist, weil der Widerstand war so schwach, dass weil es viele Käufer gab. Und dann sieht man, dass es ausbricht, es kommt noch etwas zurück und dann geht es wieder hoch. Und hier war eigentlich das Anfang von dieser Steigung. Es ist noch etwas zurückgekommen hier, aber man sieht dann auch, dass dieser Boden höher ist als dieser Boden. Und so sieht man das hier, diese hier. Deze is höher, deze is höher. En dat zeigt, dass die Käufer immer meer bereid zijn zu bezahlen. Die bezahlen immer een höhere Preis. En dan heeft het hier wieder ausgebrochen, komt dus einmal zurück. Kan man hier wieder so eine Linie ziehen. En dan sehen Sie, okay, und jetzt ist gegangen. Man weiß natürlich nicht zuvor, wie lange das dauert. Aber man sieht so, dass der Markt weiter will. Und dann muss man auf der 1 und der 5 Minuten kann man sehen, wie man das weitermacht.
Nou, genauso wie hier zum Beispiel. Hier sieht man das auch Widerstand. Dann kann man hier, wenn diese Bodung gemacht ist, wenn man hier ist, dann kann man hier auch eine Linie ziehen. Und dann kann man die weiterziehen, wenn es länger dauert, und dann sieht man das hier. Und dann sieht man, dass es hier erstmals eine Unterstützung gab. Der Markt ist etwas hoch gegangen und dann ist er wieder runtergegangen und dann mit viel Momentum nach unten gegangen. Und so kann man das in verschiedene Stufen einteilen. Man sieht das hier auch. Hier hat man wieder einen Boden. Und so geht es weiter. Und das kann man hier wieder nach oben machen. Zum Beispiel hier diese. So macht man das. Denn was sehr wichtig ist für Daytrading, das ist Volatilität. Das braucht man. Wenn es keine Volatilität, wenn es keine Bewegung in der Markt gibt, dann kann man auch nichts verdienen. Dann muss man sehr vorsichtig sein und soll man eigentlich nichts machen. Nou, hier de 5 minuten. Hier zum Beispiel. Ik sage, wir wissen 100% sicher, dass es ab und zu einen Topf gibt. Und wir wissen auch 100% sicher, dass es manchmal einen Boden gibt. So wie hier oder hier. Aber was wir nicht wissen ist, wenn wir zum Beispiel einen Boden gehabt haben und es geht hier weiter hoch. Wann der Topf kommt, das weiß man nie zuvor. Das hätte hier sein können, hier hätte das sein können, hier oder hier. Und man sieht, dass es in der Nähe von dieser Topf war. Aber deshalb soll man immer versuchen, nach die Drehung in der Markt, bei einem Boden oder bei einem Topf, so schnell wie möglich in den Markt zu gehen. Denn desto länger man wartet, desto mehr Risiko man hat. Man weiß ganz sicher, dass wenn man lange wartet, dass man näher an der Boden ist. Oder hier, wenn man hier zu lange wartet mit Kaufen, dann weiß man, dass man näher an der Topf ist. Und das soll man versuchen nicht zu tun. Das ist, was man manchmal hört von Leuten, die sagen, ja, wenn ich gekauft habe, dann geht es immer runter. Das ist ein Problem von die Timing. Das ist ein Timing-Problem. Und das ist, was ich hier eigentlich versuche zu erklären. Aber das Problem ist natürlich, wenn man zu früh hier kauft oder wenn man hier zu früh short geht, dann kann man natürlich auch Geld verlieren. Denn der Markt braucht immer Zeit, um sich zu ändern, nach unten zu gehen oder hier nach oben zu gehen. Und das ist sehr wichtig. Und das habe ich mit dem System versucht, um das so zu machen, dass man ja, ungefähr sagt, okay, wenn das System sich ändert, dann kann man kaufen oder verkaufen. Die PMA hier, das ist diese Linie, das ist Property Moving Average. Das ist kein Moving Average, die man hier verwenden kann als Widerstand und hier nicht als Unterstützung. Es geht hier nur um die Farbe. Wenn der blau ist, dann zeigt das, dass das Momentum steigt. Wenn der orange ist, dann zeigt das, dass das Momentum runtergeht. Und das ist sehr wichtig. Es ist genauso, wie man schwimmen geht in einem Fluss. Wenn man gegen den Fluss einschwimmt, vielleicht geht das 10 Minuten, aber garantiert, dass sie ertrinken nach 10 Minuten. Und das ist mit Daytrading genauso. Das Gleiche, man soll versuchen, mit das Momentum von der Markt mitzugehen. Das hier auf der eine Minute ist das eigentlich dasselbe. Die Einstellung hat sich etwas, habe ich etwas geändert. Aber man sieht, ich soll das etwas so, dann sehen Sie es vielleicht etwas besser. Hier sieht man auch einen blauen Pfeil mit einer blauen PMA. Hier gibt es einen orange Pfeil mit orange PMA. Aber was ich hier dazu gemacht habe, das ist hier dieser Indikator. Und das ist
Ja, ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch, aber dann sagen wir, das ist Familie von die MACD. Ich habe das geändert. Die Farbe haben wir da reingebracht. Wir haben es etwas leichter gemacht zu lesen. Und das heißt hier, das ist die Nulllinie hier. Und wenn die Indikator durch die Nulllinie geht, dann sage ich, okay, jetzt ist das, ist die Richtung, hat sich geändert. Denn genauso wie es hier von rot nach grün geht. Und wenn es grüne Stäbchen gibt, dann soll man kaufen und long handeln. Wenn es rot ist, dann soll man short handeln. Wenn wir Wörter verwenden, die Sie vielleicht nicht verstehen, fragen Sie es dann. Das ist kein Problem. Und Sie sehen hier die ganz dünne Linie. Wenn diese zwei einander kreuzen, en dan gibt es diese Punkte. Hier sind es grüne Punkte und hier sind es rote Punkte. Und das heißt, das kann man nämlich nicht immer in der Grafik sehen, aber das heißt hier zum Beispiel hier die rote Punkte, dass das Aufwärtsmomentum weniger wird. Das heißt, wenn man hier kauft, dann hat man mehr Risiken. Und das möchte ich nicht. Ich versuche immer so wenig möglich Risiko einzugehen. Und die Risiko, die man zuvor feststellen kann, die soll man nicht nehmen. Denn zum Beispiel hier kann man an dem Markt nicht sehen, wenn man hier, wenn man zum Beispiel hier ist, dann kann man denken, okay, wir haben hier, geht es hoch, eine Ruhe, eine Pause in der Markt und vielleicht geht es weiter hoch. Aber das hier sagt, nein, man soll nicht long denken, nicht kaufen, man soll gar nichts machen. Wenn es die Punkte gibt, macht man nichts. Und dann sieht man hier auf einmal, hier kommt dieser Pfeil, der ist orange, der PMA, und dann wird es bestätigt hier unten im Indikator, weil er durch die Nulllinie geht. Und das ist ein richtiger Trade, denn hier brauche ich immer die Bestätigung vom Indikator. Dann hier gehen Sie, können Sie verkaufen. Als Sie sehen, was dann passiert, hier genau das Gleiche. Ich bleibe nie lange in der Markt sitzen. Ich habe immer ein Stop-Loss und ein Take-Profit. Das zeige ich so gleich. Und hier hat man wieder aufs Neue eintritt. Sie sehen hier orange Pfeile. De PMA ist orange und es wird bestätigt unten hier im Indikator. Hier genau noch eine. Hier auch eine. Und dann sieht man hier, wenn man hier de order, wenn der hier liegt ungefähr, dass das hier etwas zurückgeht. Und dann kommen hier, kriegt man grüne Punkte. Und das zeigt, dass das Momentum nach unten abnimmt. Also das heißt, dass wenn man hier verkauft oder short geht, dass man mehr Risiko eingeht. Und das möchte ich nicht. Denn man sieht hier verschiedene sell signals, verkaufssignalen, aber die werden nicht bestätigt hier durch die Punkte. Und dann soll man das nicht machen. Und natürlich, jetzt wissen wir, man hätte hier auch verkaufen können, aber das weiß man natürlich nicht zuvor. Wir wissen nicht, was aan de rechterzijde van deze kerzen komt. Dat weiß man ook niet, wenn man hier is. En wenn man dat ziet, dan weiß man, dass, so wie jetzt, dat sieht man ook ab en toe, maar meistens is man froh, dat man in zo'n situatie niet short geht. Dan hebben we hier deze knöpfe, dat is voor das order management. Ik ga hier zu Eigenschaften. Man kann selber einstellen ein Take Profit. Das steht hier 150, das sind 15 Punkte hier in der DAX. Ich habe ein Stop Loss von 7 Punkten und ein Stop Room von 3 Punkten. Ich zeige Ihnen gleich, was das ist, die Stop Room. Hier können Sie die Lot Size einstellen. Das kann sein, was Sie wollen. Und was Sie mit der Forex machen können, da können Sie hier zum Beispiel 0,5 eingeben. Und dann kalkuliert das System, wie groß Ihre Position sein muss,
damit sie nicht mehr als ein halbes Prozent von ihr Konto verlieren, wenn der Stop-Loss getriggert wird. Denn das heißt, wenn sie das verwenden in der Forex, so wie Euro-Dollar und Pond-Dollar, dass wenn sie Geld verdienen, dass ihre Position immer größer wird. Wenn sie Geld verlieren, dann wird ihre Position kleiner. Und das ist das optimale Money Management. Das ist sehr wichtig. Denn um zu überleben, braucht man ein gutes Money Management. Ja, ich mache immer so, wenn ich zum Beispiel hier dieses Sell-Signal habe, dieses Verkaufssignal, dann schaue ich nach der Close von dieser Kerze, auf diese eine Minute, und der war 15.519.05. Und die Ziffer hinter dem Punkt, die vergesse ich. Also das war hier 19. Und dann nehme ich das minus 3 Punkte. Denn mein Order, der sollte hier rund 16 liegen. Und das mache ich, weil ich, da habe ich zwei Ursachen ist das. Eines, der Markt soll etwas Raum haben, um zu bewegen. Und zweitens denke ich, dass wenn der Markt diese Punkte macht, dass die Chance nur größer wird, dass der weiter runter geht. Dann hier war das so. Nou, hier genauso. Hier schaut man auch nach der Close. Das war 98. Nou, Sie sehen hier an der Unterseite von dieser Kerze ein sehr langer Shadow. Wie sagt man das auf Deutsch? Und das war 98 minus 3, dann wird das 95, das war hier, kommt der Order, und der wurde mit gleich de nächste Minute getriggert. Ja, und da hat man wieder. Und so macht man dann zum Beispiel 15 Punkte. Aber wenn der Markt nicht die 15 Punkte erreicht, und man sieht zum Beispiel nach 7, 6, 7, 8 oder 9 Punkten, dass der Markt nicht mehr eigentlich so ganz leicht nach unten geht, dann schließe ich meine Position. Ja, dann nehme ich das Gewinn. Ja, denn ich sage immer, ich habe lieber 3 Trades von 3 Punkten als 1 Trade von 10 Punkten. Und das hat damit zu tun, dass wenn man für 10 oder 15 Punkte geht, dann sitzt man länger in der Markt. Und jede Sekunde, dass man in der Markt ist, und besonders in der DAX, hat man Risiko. Denn das ist natürlich eine Eigenschaft von der DAX, die kann sehr aggressiv sein. Und das ist eigentlich was man macht mit Daytrading. Man sitzt nicht lang in einer Position. Man sammelt eigentlich die Punkte. Und Sie müssen auch so sehen, Sie müssen nicht an Geld denken, Sie müssen nur Punkte versuchen zu machen. Und wenn Sie Punkte machen, dann ist das sowieso in Geld ist das auch ein Plus. Und so kann man sagen, Daytrading ist ein Game. Nou, hier das Order Management, BM, das heißt Buy Market. Dann kauft man auf dieser Preis hier. SM, das heißt Sell Market. Dann verkauft man auf dieser Preis. Buy Stop, ich soll das hier mal machen. Sie sehen hier die grüne Linie, das ist die Stop Room hier von der heutigen Markt nach der Einsteig. Denn der Markt soll erst durch die grüne Linie gehen und dann habe ich eine Position. Dann sehen Sie, hier ist mein Target und hier unten liegt mein Stop Loss. Jetzt kann ich der, vielleicht geht er jetzt, jetzt kann ich das noch verschieben, das ist kein Problem. Und Sie können auch sagen, wenn Sie sagen, okay, ich habe mich geirrt oder ich will es nicht mehr. Ze klikken op stop en dat is ganz verschwunden. Nou, wat man ook machen kan, is zum Beispiel een market order machen. Ik arbeite hauptsächlich met buy stop en sell stop. Maar wenn Sie zum Beispiel hier market order machen, Sie sehen, hier dan hebben we met
zugleich haben wir eine Position und man fängt immer an mit einem Minus in Rot und das ist der Spread von der Broker. Jetzt ist es etwas größer, das Verlust, weil es hier nach unten geht. Sie sehen, na, okay, ich bin ausgestoppt und das ist die Sicherheit, die man hat und so kann man nie viel Geld verlieren. Das war natürlich sehr gut, dass ich das jetzt zeigen konnte. Wenn Sie hier Standard eine neue Order machen will, dann müssen Sie das hier eingeben. Sie müssen hier etwas ändern. Und das dauert viel zu lange für Daytrading. Deshalb haben wir das hier auch gemacht. Das macht das Traden viel einfacher. Und es macht im Grunde genommen keinen Unterschied, ob man den DAX handelt, der Dow Jones oder Euro Dollar oder Bitcoin. Wir können vielleicht mal gehen zum Euro Dollar. Hier sehen Sie die Euro Dollar. Genau wieder das gleiche. Hier rechts unten 15 Minuten. Hier 5 Minuten rechts oben. Und hier 1 Minute. Nur die Einstellungen, die sind etwas anders, aber wenn Sie anfangen mit dem System, Sie bekommen standaard meine Einstellungen dazu. Aber Sie können das ändern, wenn Sie das wollen. Das ist kein Problem. Man kann sehr viel ändern. Es gibt auch ein Manual, ein Handbuch gibt es auch dazu, wo ich das alles erkläre. Aber Sie sehen, hier kann man auch schon einiges ändern in das System. Man kann es auch machen, so wie man es eigentlich selber gerne haben möchte. Man kann es agressiver machen, man kann es weniger agressiv machen. Wir installieren es, so wie wir damit arbeiten. Was ich selber bevorzuge, das ist momentan die Forex-Markt auf 5 Minuten. Und dat mag ik volgendes. Ze zien hier oben 5 minuten grafieken van de euro dollar, British pound dollar, dollar yen en dollar Zwitserse frank. Hier unten zien ze die 1 minuten grafieken die we zo even ook gezeigt hebben. Maar ik verwende hier niet die grafiek. Ik schaue nur naar die indicator. En dan zal ik maar versuchen, ob ich etwas zeigen kann. Ja, zum Beispiel hier sehen Sie in der Dollar-Yen, hier gab es einen Verkaufssignal in 5 Minuten. Normalerweise sollte man sagen, okay, jetzt gehe ich short. Das kann man hier ganz einfach machen. So. Aber dann auf dem Moment schaue ich nach meinem Indikator auf die 1 Minute. Denn hier oben ist 5 Minuten, unten ist 1 Minute. Und hier diese Indikator sagt auf 1 Minute, du kannst besser warten, denn das Momentum nach unten nimmt ab. Und dann hat man mehr Risiko, wenn man hier short geht. Na, Sie sehen, was jetzt passiert. Und so kann man etwas präziser den Trade reinbringen. Hier sehen Sie zum Beispiel hier in de Pound Dollar gibt es jetzt ein Sell Signal, ein Verkaufssignal. Und hier wird es bestätigt. Hier kann man die reinlegen. Aber man soll immer warten, bis der Kerze geschlossen ist. Nie jetzt schon machen. Und das sieht man hier oben, hier Time Left. Es gibt noch 50 Sekunden, bevor dieser Kerze schließt. Und das sieht man hier genauso bei der Euro-Dollar. Hier ist man eigentlich als schon zu spät. Man hätte hier gleich short gehen sollte. Und dann hätte man hier wieder etwas gewinnen können. Ich weiß nicht, ob viele interessiert sind in Bitcoin. Man kann auch sehr gut. Crypto in Holland wird momentan sehr viel mit Cryptos gemacht. Daar kan men het ook voor verwenden. Ik heb nur, dit is hier wat ze hier jetzt sehen, is de Bitcoin. Heb ik die timeframes geändert.
Dat is het kleinste timeframe. Hier is de M5, also 5 minuten grafiek. Hier rechtsoben heb ik 1 stunde. En hier heb ik 4 stunden grafiek. Maar die art wie man met dem systeem arbeitet, is im grunde genomen gleich. En dat is dat Vorteil. En een Vorteil van het systeem is, dat systeem macht es nichts aus, was das Produkt ist. Es schaut nur nach die Beweglichkeit, nach die Volatility. Das ist wichtig. Und deshalb soll man auch nur daytraden in ein Produkt, das viel Bewegung hat, eine höhere Volatilität. Das ist am besten. Dann hat man den meisten Chance, um Geld zu machen. Ich weiß nicht, ob es noch Fragen gibt, Nelson? Ja, es gibt eine Frage von Markus, und zwar, wie das System heißt und ob das käuflich ist. Ja, ja, das zeigt ja Robert so gleich, wenn wir weitergehen. Und es heißt das MTS-System. Und das heißt eigentlich, ich sage Money-to-Work TS-System. Und das heißt, TS ist von Trade Support. Und Sie müssen es so sehen, ein System, was 100% in Ordnung ist, was 100% scored, das gibt es nicht in der Welt. Ich habe so viel gesehen, ich habe so viel mitgemacht, aber so etwas habe ich noch nie gesehen, ich habe noch nie davon gehört. Und wenn das so wäre, dann hätte die Banken es schon al, gehabt. Aber was man kann versuchen, und das ist, was ich versuche mit meinem System, sag mal, dass wenn man 100% ein System hat, das 100% richtig ist, dann versuche ich, die 100% so nah wie möglich zu kommen. Und ich bin der Meinung, dass ich mit meinem System ungefähr rund 75% bin. Deshalb sage ich auch immer, das System macht 75% von die Denken, was sie machen sollen. Und die letzten 25% müssen sie selber dazu machen. Dann noch eine Frage, ob es auch für MetaTrader 5 verfügbar ist. Nein, es gibt es nur für MetaTrader 4 im Moment. Und das hat damit zu tun eigentlich, dass es gibt, soweit ich weiß, ungefähr 7 Millionen Kopien von MetaTrader 4 in der Welt. Und es gibt natürlich sehr viele Leute, die damit arbeiten. Aber ja, was man, de MetaTrader 5, das ist Problem, das ist eine andere Sprache, eine andere Programmiersprache. Und deshalb ist es immer noch schwierig und bleiben noch immer sehr viele Leute mit MetaTrader 4 arbeiten. Ja, vielleicht kannst du weitergehen, Robert? Es gab sogleich eine Frage, ob es kauflich ist. Aber ich habe gesagt, dass... Ja, habe ich gehört. Und... Was wir machen werden, wir gehen noch einige Slides zeigen und später können Sie auch noch andere Fragen stellen natürlich. Und wer von Ihnen denkt, dass das auch ein sehr guter Support ist, eine Unterstützung für bessere Handelsbeschlüsse, das ist natürlich für Entscheidungen, das ist natürlich sehr wichtig, die Timing best zu machen. Und wie ich sagte, es ist gut, um ein Formular zum Beispiel einzufüllen. Wenn ihr Interesse habt ins Buch, Start Trading. Ich werde das für Nelson ins Chat zeigen und vielleicht kann Nelson das auch machen für den Chat. Ich weiß nicht, wie es. Mache ich. Welche Schirm das gibt, ist das mit die Linien, mit DAX, ist das ja korrekt? Ja. Ja, und natürlich ist es nicht immer gut, jeder Trade ist natürlich selbstständig, aber wenn man
konsequent handelt, dann kann man mit dem System zum Beispiel, Alois hat das für eineinhalb Stunden von 9 bis 10.30 Uhr DAX gehandelt und dann geben die Signale. Und Sie sehen auch, dass die blaue Linie, das ist 2019, war sehr gut Erfolg. Die Orange Line, das war auch gut, das war in 2020, das war in dem Corona-Jahr mit dem Crash. Und wenn man Aktions haben in Portfolio, und wer von Ihnen hat auch Aktions in Portfolio, Long, gekauft, das bedeutet, dass man auch Geld verliert, wenn ein Markt runterrutscht. Und mit dem System ist es auch möglich, mit Short zu gehen, auch Geld zu verdienen, natürlich und Rendement zu machen. Und auch wenn die Anteilmärkte ein bisschen flach sind, auch intraday kann man Punkte sprockeln mit DAX, for instance. Und wie Sie sagen, Sie sehen auch die orange Linie, dass die in 2020 nach 2146 Punkten gegangen sind. Und die blaue, nein, die grüne Linie, das ist die grüne, das war auch sehr gut, 2514 Punkte. Und das ist, wenn man konsequent handelt natürlich. Und das sind Punkte kumuliert. Also was ist das, was bedeutet das in Euros, das kann man später sehen. Und das geht auch mit dem Forex. Also man kann immer jeder Markt handeln mit diesem System. Und mit dem Brexit-Jahr 2020 war zum Beispiel Cable, British Pound Dollar. Das war auch sehr gut mit 2.376 Pips. Und dieses Jahr, also in 2021, letztes Jahr war es 1.160 Pips. War gut und auch noch besser als im Jahr 2019. Und die das Brexit-Jahr 2020 war ja, sehr exzeptionell, denke ich. Und was bedeutet das mit dem System, wenn man mit in DAX handelt und das von 9 Uhr bis 10.30 Uhr, angenommen, dass Sie handeln mit 10 CFDs auf dem deutschen DAX-Index, dann kann man mit 10 CFDs in 2021 war das 2514 Punkte mal 10 ist 25.140 Punkte Euro Gewinn. Und das ist natürlich auch abhängig, ob man so groß handeln kann. Man kann auch die Hälfte handeln oder ein Zehntel. Und mit einer Hebelwirkung von 1 bis 20, dann hat man mindestens Handelskapital erforderlich. Dann ist das 8.000 Euro. Und dann ist Return on Investment auf Basis von 16.000, das ist dann 157%, 157. Sehr gut. Und wenn man auch die Hälfte hiervon Gewinne hat, dann sind wir auch sehr gut. Und das ist auch Jesse Livermore. Vielleicht kennt man auch Jesse Livermore. Das war ein sehr guter Handler 100 Jahre her. Und er sagt auch, erfolgreiche Traders handeln immer mit der Linie der wenigstens Resistance, Widerstand, wie in der Rivier von Alois. Man muss nicht gegen den Strom schwimmen, aber man mit dem Strom. Und also man muss die Trends muss man folgen. Und auch, natürlich ist eine Tür, offene Tür, aber der Trend ist your friend und das ist auch sehr wichtig. Hier haben wir auch ein E-Book von in Englisch und wenn ihr auch Interesse habt, dann kann man uns ein E-Mail schicken. Wir haben das auch für ihr. Und ja, das ist dann auch, wir gehen noch einige Slides sehen lassen und dann können wir noch einige Märkte analysieren und gucken, ob es auch Chancen gibt. Aber de Vorteile mit Daytrading-System, mit MTW TSS-System, Trade Support System, ist dann, dass man mit wenigen Stunden am Tag handeln können.
Ja, sage immer Sniper Trading und Alois nimmt das ja nennt das anders, aber es gibt, dass man auf den exakten ja, Signalen guckt. Und das Handelssystem ist auf jedem Markt anwendbar. Das ist sehr gut, weil das ist nicht ein System nur für DAX oder nur für Forex. Das kann man an den Markt koppeln, wie man möchte. Und man kann auch Geld verdienen in jedem volatilen Markt. Natürlich, der Markt muss volatil sein. Ein flaches Markt ist nicht gut für Daytrading. Das ist so. Und man kann auch das sehen, das System ist komplementär an ein Long-Only-Portfolio, zum Beispiel mit Anteilen oder mit Kryptos, wenn man Anteile hat und es geht nach unten. Aber auch gesehen, diese Woche und das auch letzte Monate mit dem Fed, die Zinsen erhöht. Und das ist auch nicht gut für den Anteilemarkt. Man hat gesehen, Anteile nach unten. Das ist sehr gut, um auch ja, Short zu gehen und zu können. Und das System ist auch sehr gut. Und wir nehmen kein Risiko overnight. Wir gehen immer unsere Position schließen. Und die meisten Kunden von uns machen das auch. Natürlich, wenn ihr das möchtet, können wir Overnight-Positionen machen, aber wir machen das nicht. Und wir haben dann auch für unsere Händler, für unsere Kunden haben wir auch Fora. Und damit habt ihr auch Rückendeckung von uns und anderen erfolgreichen Trader. Und sie bekommen auch exklusive Zugang zum Membership-Site von Money to Work. Und das ist hier ein Bild. Und das gibt die Ergebnisse von Alois in Forum. Man bekommt auch ein Shortcut, ein Sheet mit Regeln für erfolgreich Handeln. Und sie bekommen auch ein Patronensheet dabei. Alles drauf und dran. Wir haben auch einen QR-Code für hier. Das ist auch für einzuscannen für Information. Freibleibend. Und wenn ihr auch ein persönliches Coaching-Session möchten, dann ist es auch möglich. Sie können das freibleibend einfüllen. Und was bekommen Sie mit dem Paket? Das ist mit Online-Coaching. Wir helfen mit Onboarding. Ihr habt MetaTrader 4. Dann helfen wir mit Installation. Und auch nachher können Sie immer mit uns in Konklav gehen. Damit gehen wir helfen. Online-Coaching. Wir haben auch einmal pro Monat Q&A-Sessions, Frage und Antwort. Und das ist manchmal in Holländisch oder auch Englisch oder Deutsch, wenn sehr viel Frage nach ist auf Deutsch. Wir sind immer bereit, um Wert zu liefern, natürlich, und Service zu liefern. Und Sie bekommen auch Zugang bis Fora, zum Beispiel WhatsApp. Wir sind beschäftigt jetzt mit einer anderen Lösung, weil wir haben ein Luxusproblem, weil WhatsApp ist jetzt begrenzt und wir brauchen mehr Leute, dass wir können zufügen. Und Sie bekommen auch Membership-Site-Zugang, natürlich auch Handbücher, Broker-Empfehlungen und kostenlose Updates. Und das Paket ist einmalig 877,25 inklusive Mehrwertsteuer. Und das ist ein One-Off-Investment, das ist einmalig Betrag. Und damit bekommt man ein vollständig installiertes, schlüsselfertiges Handelssystem. Nicht schwierig, man braucht nicht ein Studium zu machen von 6 Monaten. Nein, man kann gleich anfangen. Und ihr habt auch natürlich Vorteile. Sie sind ja schon bereits am Handeln. Also ist es sehr wichtig, dies zu implementieren. Und für Updates ist immer sonst umsonst, das ist nicht mit mehr mehr Geld. Natürlich manchmal sieht man Angebote und dann für
zum Beispiel 100 Euro und hat ein System und andere Sachen. Und dann muss man extra bezahlen für andere Sachen. Bei uns ist das nicht. Das ist ein Preis und das ist für hier einmalig. Und wir machen das Trading für Sie einfacher. Das ist sehr wichtig. Und also hat Sie Interesse, können wir das machen natürlich. Information ein für uns. Und das ist ein Sheet für Nelson, aber für uns auch. Wir haben eine gute Erfahrung mit FX Flats. Und alles CFDs und Forex mit einer Transaktionsgebühr von 0 Euro. Also kein Transaktions, nur den Spread. Das braucht man zu zahlen. Das ist sehr gut, weil ich habe auch andere Broker, weil ich aufhandel mit anderen Produkten. Dann habe ich ein Transaktions und jetzt habe ich auch ein Forex Account und ein CFD Account mit Forex FX Flats und dann ist es nur die Spread, sehr gut. Also keine Verwaltungsgebühr, keine Einzahlungs- oder Auszahlungsgebühr und kostenlose Live- oder Demo-Konto, das ist sehr gut. Und unsere eigenen Kunden, meine eigene Erfahrung ist auch, dass sehr gute Kundenservice bei FX Flats ist. Und was auch sehr gut ist in Holland, auch für die Kunden, dass in Deutschland ansässige Broker mit Banklizenz unter Regulation von BaFin. Und das ist natürlich sehr wichtig. Für das wir nach den Grafiken gehen, Frage ist, sehen wir auch ja, Perspektiv oder positive Sachen mit dem Support System, mit MTW, TSS. Also wer von euch findet das auch eine sehr interessante Proposition? Vielleicht nicht heute, aber vielleicht später. Ich war noch, wenn ihr noch Gebrauch macht für mit diesem Angebot, dann bekommt ihr auch noch Online-Coaching von Wert von 750 Euro. Also wenn man entscheidet für morgen um 24 Uhr, dann ist das auch dabei. Und natürlich, jetzt vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und hier gibt es unsere E-Mail-Adresse. Und ihr bekommt noch ein E-Mail mit dem Zurückguck-Link und noch etwas Links dabei. Und ich lade ihr sehr gerne an, für andere Fragen und auch Märkte zum Beispiel zu zeigen. Also Nelson, gibt es noch andere Fragen oder... Ja, wir haben noch zwei Fragen. Eine Frage habe ich aber schon beantwortet und betraf jetzt den MetaTrader 4, ob es den auch in deutscher Sprache gibt. Also der MetaTrader 4 hat ja sehr viele Sprachen, die zur Verfügung stehen, natürlich auch Deutsch. Und die andere Frage ging an euch und zwar, kann man das System auch auf Tagesbasis anwenden? Ja, natürlich auf jede Timeframe ist möglich, aber man muss natürlich in Augenschau halten, dass wie lange die Frist ist, da muss man auch den Take Profit und Stop Loss weitermachen, weil das ist anders. Und vielleicht kann Alois das auch zeigen, dass man auch auf andere Timeframes das brauchen, das ist möglich, aber de basis is daytrading met kortfristige timeframes. Ja, dat hebben ze schon gezeigt bij de Bitcoin, dat man ook höhere timeframes verwenden kan. Dat is geen probleem. Die settings zal man nur ändern vom System. Ja, ja. Und, ja, er zijn ook traders die dat voor support een zeer goede proposition vindt, hè, vielleicht niet heute, maar später vielleicht, om die handelsresultaten natuurlijk te verbeteren. En vielleicht kunnen we naar Alois de charts gehen. Und, ja, ik kan gerne den Bildschirm zu Alois geben. Ja. Hier is aber auch eine Frage noch reingekommen, und zwar. Ob dir auch eine Performance-Kurve zu den höheren Zeiteinheiten habt, also Ergebnisse, die ihr jetzt zeigen könntet. Na, nicht. Was Alois zeigt, ist die DAX für 1 Minute und die Forex auch 5 Minuten, denke ich. Aber nicht für die anderen Timeframes.
Maar du hast jeden Tag machst du ein Übersicht von die Punkten, Alois. Ja, und das verschiedene Tage pro Woche sehe ich das im Forum, dass das für jeder zu sehen ist. Und dann kann man das vergleichen mit das, was man selber gemacht hat und was man eigentlich gemacht machen hätte können, wenn man das System gefolgt habe. Vielleicht noch eine Frage für ihr. Das ist unser erstes Webinar auf Deutsch für mich, für Anne-Louise öfter. Wenn Sie auch ein Ziffer können geben, like von 0, von 0 bis 10, oder also 10 ist nicht gut und 0 ist sehr gut. Also auf Deutsch, nicht in Holländisch. In Holländisch ist es andersom. Aber wenn Sie das möchten, dann können wir das auch für die Qualitätsbewachung auch bekommen. Und für die, ja. Also bevor du die Frage gestellt hattest, haben schon zwei Leute sich sehr bedankt für das Webinar. Mhm. Die mussten kurzfristig schon gehen, fanden das super. Der Theo sagt eine 8. Mhm. Matteo ist holländisch oder ist deutsch? Ich denke, dass er ein Holländer ist, ein Freund von mir. Okay, danke schön. Alois, was hast du da für mooie, schöne Grafik? Ja, das ist eigentlich das, was ich soeben auch gezeigt habe. Die Forex zum Beispiel, die sind normaal hier auf 5 Minuten. Aber weil er soeben gefragt wird nach höhere Timeframes, das ist 5 Minuten. Aber man kann es einfach nach 15 Minuten machen. Dann kann man natürlich sagen, okay, dann soll ich, vielleicht möchte ich hier etwas ändern, das kann man machen. Und da können wir wie sagt man das, beraten. Da können wir mit helfen. Und natürlich auch für das Order Management, das soll man dann auch ändern. Aber das ist alles möglich. Man sieht hier zum Beispiel F, das ist Frankfurt Open, das ist um 8 Uhr morgens. L, das ist London Open, das ist 9 Uhr unsere Zeit. U, das ist 14 Uhr mittags. Und W, das ist die Öffnung von Wall Street. Und das sieht man hier von heute auch wieder. Und man kann es auch noch auf einen. Man sieht es so, dass man, und jetzt gibt es eigentlich zu viele. Nou, dann ist es ganz einfach. Dann geht man hier nach Indicator List, geht man hier nach dem System und dann sagt man hier Display Sessions, False. Zo. Und jetzt sieht es so aus, ist es etwas ruhiger. Ja, und Sie sehen auch, ich habe nichts geändert, ja, aber Sie sehen jetzt auch hier Signale kommen. Ja, und das kann man natürlich ändern. Damit man sagt, ich möchte etwas später ein Signal haben oder etwas eher. Das hat alles natürlich zu tun, auch mit der Volatilität von dem Markt. Sie müssen gut verstehen, die Volatilität der Markt, der bestimmt eigentlich die Einstellung vom System. Alois, was ich sehr gut finde, das ist hier die H1, was du zeigst. Ist das, was sehr gut ist mit dem System, es ist schwarz oder weiß. Und wenn orange ist die Linie, dann ist das, dann suche ich immer nach Short-Möglichkeiten. Ja. Alois hat gesagt, mit Trading ist immer, dass man an der rechten Seite handelt, nicht an der linken Seite. Also man weiß nicht, wie tief eine Kurs stürzt. Also, wenn man handelt, dann, wenn es runter geht, dann ist sehr logisch, dass man kaufen möchte, weil es hier nach unten gegangen war. Aber die PMA, die Property Moving Average, ist hier orange. Also, wenn es orange ist, ist es immer nach unten. Also, dann gehe ich gucken, okay, short. Wenn man das nicht hat, die Indikator, zum Beispiel, dann ist man
ja, geneigt om bald zu kaufen. Und das ist auch sehr, sehr gut. Es ist, das System ist sehr eindeutig. Es ist nicht grass, nicht gris. Es ist oder entweder orange oder blau. Und das ist auch sehr gut, weil ich habe manche Systeme gesehen und die waren so komplex. Die hatten 20 Indikatoren, habe ich auch in der Demo mitgemacht. Ein Daytrader, die war bei uns, Alois und anderen, die waren bei uns in der Demo, wir waren mit 20 Händlern. Und die hat 20 Indikatoren und die machten nie mehr nie ein Trade, weil die Indikatoren mussten immer auf grün oder rot sein und er macht kein Trade. Und auf mein einmal sagt Management auch, ja, musste auch mindestens einmal pro Woche ein Trade machen. Und dann ja, war er sehr gestresst, weil er hat uns Schlag genommen, weil er fand sich ja zu viel unter Druck gesetzt, weil er handeln musste. Also mach es nicht komplex, wie Alois hat gesagt, keep it simple, hält es einfach. Ja, hier sieht man zum Beispiel, das ist eine 4-Stunden Euro-Dollar Chart, denn in die Forex-Markt ist eine Stunde und 4 Stunden sind sehr wichtige Charts, Grafiken. Aber hier haben Sie das erste Short-Signal, das haben wir bekommen am 18. Januar. Das war morgens um 4 Uhr. Ja, aber sie zijn da hat es eigentlich angefangen, nach unten zu gehen. Und bis jetzt ist es ganz weit nach unten. Und das ist sehr wichtig, hè, dass man ein System hat, das sagt, okay, es ist entweder schwarz oder es ist weiß. Ich weiß das von mir selber, wenn es Raum gibt, um zu interpretieren, dann ist das ist normal von einem Mensch. Dann möchte man das meistens gerne so haben, wie man das am liebsten sieht. Aber der Markt, der hat nichts mit mich zu tun oder mit sie zu tun. Der Markt macht, was er selber will. Und das ist sehr wichtig, dass man den Markt, den Chart gut liest und dass man ein System hat dafür, das dafür sorgt, dass man immer konsequent handelt. Das ist korrekt, ja. Okay, sind noch andere Fragen vielleicht, Nelson? Nee, aktuell sind keine Fragen. Es war ja auch sehr gut verständlich und es gibt ja auch die Aufzeichnung, wo man auch nochmal nacharbeiten kann. Ja, natürlich. Mit dem Mail, wir möchten noch eine Nachschrift zeigen. Ja. Mhm. Genau, den okay. Euer Link habe ich in den Chat kopiert, sodass ich da entsprechend sich eintragen können. Dankeschön und herzlichen Dank jedem für Ihre Zeit. Sehr appreciiert und Alice auch natürlich herzlichen Dank für die gute Präsentation und auch Nelson für die Moderator. Und bis zum nächsten Mal und das ist der nächste Monat ist das. Genau, ich glaube, das ist der 17. Februar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der nächste Termin. Für alle, die dabei ja, waren. Für gefordert, ne? Für die, für genau. Dann gehen wir mehr auf die Aktualität und die Grafiken auch ein, ne, Alois? Sorry, Entschuldigung? Die nächste Monat, dann gehen wir mehr Live-Charts zeigen und mehr, ja. Mehr Tiefgang machen. Dann wird es weniger PowerPoint und mehr Charts. Ja, ja natürlich. Ja, sehr gut. Okay. Also alle, die sich registriert haben für den heutigen Termin, sind ja automatisch auch für den nächsten registriert. Und hier kommen noch weitere Dankeschön und schönen Abend von den Teilnehmern. Und da möchte ich mich auch anschließen. Vielen, vielen Dank für das Webinar. Ich finde, ihr habt das echt super gemacht. Habe ich mich natürlich auch gefreut, dass so viele heute online waren und hier auch im Chat aktiv waren. Wie gesagt, Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Und bis dahin, falls Sie heute Abend und morgen noch traden, wünsche ich natürlich viel Erfolg und passen Sie auf Ihre Position auf. Hoffentlich sehr gerne bis zum nächsten Mal und euch beiden natürlich auch einen schönen Abend. Und ja, bleibt gesund. Ja, bleibt gesund. Sehr guter Erfolg. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.